Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid bei Winkelche The Little Shop. So, wir haben jetzt noch 2 Tage, dann müssen wir die Schulden bezahlen. Ich möchte jetzt tatsächlich gerne einfach nur noch mal kurz... was fehlt hier? Die Schmerzsalbe. Können wir die nicht herstellen? Doch, oh, warte, da müssen wir einmal kurz die Kamille ernten. Genau, also wir machen jetzt nochmal eben... Sehr gut. Blaubeeren haben wir eine ganze Menge. Wir machen die 2 Tage noch. Und danach bauen wir hier mal ein bisschen aus, ne? Weil das kann ja nicht sein, dass das hier so wenig ist. Jetzt wird's knapp, ne? 3... Da brauchen wir Gott sei Dank was anderes für. Was ist mit dem? 3, 1, 2, 3, 5. Okay, jetzt hier nochmal. Oh, Glück gehabt, ne? Also, Kamille ist echt Mangel, ne? Krass, Wahnsinn. So, genau. Das machen wir jetzt hier nochmal. Was ist da? Das ist, da habe ich den hin. Pass auf, den schieben wir jetzt aber hier hinten in die Ecke, damit ein bisschen mehr Platz ist. Genau, und dann räumen wir dann eben halt im Anschluss um. So, dementsprechend Landwirtschaftsfest. Landwirte von überall treffen sich und teilen ihre Waren. Erhöhte Nachfrage und Preise für Feldfrüchte. Ja, blöd. Wir gucken mal. Vielleicht machen wir jetzt dann doch mal eine Ausnahme, ne? Ich meine, wenn wir dann die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen, dann... sollten wir das vielleicht doch nutzen. Und von daher, ja. Haben wir jetzt heute den 20. Tag? Ne, den Tag 19. Okay. So, dann da und da. Achso, da habe ich nicht nachgefüllt, deswegen. Das ist natürlich... Also was ich habe, habe ich. Das verkaufe ich dann von mir aus auch. Wenn der jetzt was dabei hat. Auch schön. So, Holz und Torf brauchen wir jetzt so eigentlich nicht. Alraunen, da haben wir eigentlich eine Menge noch. Ich würde aber die 3 trotzdem mitnehmen. Jo. Die nehmen wir auch mit. Bohnen. Weiß ich nicht. Ich meine, ein bisschen Platz haben wir. Geld haben wir auch. Nehmen wir es einfach mal mit. Was wir haben, das haben wir, ne? Boah, lila. Ist ja cool, aber ist ein bisschen teurer. Dann machen wir wenig Gewinn, ne? Das ist dann schon Blödsinn. Aber davon haben wir eh genug. Schmerzsalben haben wir eigentlich auch mehr als genug. Brauchen wir jetzt nicht. Kamille? Blau? Uff, das weiß ich schon wieder nicht, ne? Bohnen haben wir. Getreide haben wir. Dann lassen wir das so, wie es ist. Ja, sorry, habe ich nicht. Ja, da haben wir blau. Okay, dann ist gut. Käse. Ja, hier bitteschön. Wenn ihr das halt schon so haben wollt, ne, dann machen wir das ausnahmsweise mal mit. Auch wenn sie die letzte Folge immer und immer zu gemeckert hat und geschimpft hat. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Machen wir es jetzt halt doch. So. Was hast du denn? Das ist unglaublich, ne? Fängst an aufzunehmen und zack, kommt der Frosch. So. Ich nehme jetzt die Kamille mit, weil es einfach, ja, wahnsinnig viel ist. Auch wenn wir gleich nochmal was bekommen, aber 3 von 5 Tränken brauchen schon mal Kamille. Und deswegen möchte ich mir da jetzt eigentlich keinen Kopf machen wollen. Schade, zu teuer. Spargel haben wir auch schon. Nee, dann passt es. So, ja, tut mir leid, habe ich nicht. So, und jetzt machen wir hier natürlich... Ne? Und jetzt siehst du ja schon, das dauert nicht lange. Und dann haben wir die Kamille wieder weg. So, jetzt machen wir hier noch 3-mal. Ui, ein lilaner Trank. Das ist cool. Nee, nicht zumachen, sondern hier verkaufen. Ja, ich muss hier eigentlich so, ne? Ach, jetzt ist besser. So, sehr schön. Ja, hier kriegst du eine Blaubeere. So, dann haben wir hier. Was fehlt uns da? Der Lavendel. Okay.
Aber da haben wir ein bisschen was. Oh, schön. Was bist du? Ein Rohstoffhändler ist das, ne? Okay, aber da bringt mir natürlich jetzt so nichts. Weil es ganz viele Sachen sind, die wir nicht brauchen. Tut mir leid. Kann dich nicht gebrauchen. So, dann willst du eine Blaubeere haben, kannst du gerne haben. Neues Mobiliar. Ja, cool, super. Freue ich mich riesig drüber. Weil, wie gesagt, ich will ja jetzt dann den zweiten Tag noch spielen. Und unsere Schulden abtun. Und ja, ich habe gesagt, Tag 20 werden wir anfangen, die Sachen anzupflanzen, dass sie zum Herbst hin fertig sind. Dementsprechend gibt es jetzt hier erstmal ein paar neue. Oh, das wird knapp. Jetzt sind wir mal kurz überladen, aber das ist nicht ganz so dramatisch. Ach, ich hätte lila machen können. Kann ich das nochmal abbrechen? Ja. So. Oh, den habe ich jetzt gar nicht zurückbekommen, oder? Den blauen Lavendel. Habe ich den jetzt nicht zurückbekommen? Upsi. Naja, gut, wir haben im Notfall noch den grünen. Passiert. So, wie ihr seht, es wird beschwerlich. So, hier, guck mal da. Da gibt es ein bisschen Geld mehr für, aber der Verjüngungstrank, Hustensaft und sowas, da müssen wir gucken. Weiß ich noch nicht. So, grundsätzlich haben wir jetzt erstmal eine ganze Menge. Wir stellen jetzt erstmal von allem 5 her. Und dann gucken wir mal, wie viel wir halt. Passt, ne? So. Wie viel wir noch übrig haben, ob wir noch ein bisschen was mehr herstellen können. 2. Oh, das erste Blättchen fliegt schon, obwohl Sommer ist. So, wir hätten jetzt 5. Also ein bisschen was an Sachen haben wir noch, aber auch nicht mehr viel, ne? Also da müssen wir dann auf alle Fälle gucken, dass wir ausbauen. Okay, aber das, denke ich, reicht jetzt erstmal für unser Vorhaben. Guck mal, einen Liebestrank machen wir noch. Der Ausgewogenheit wegen. Jetzt haben wir von allem 5 Tränke. Das wird definitiv nicht reichen, aber jetzt muss es halt erstmal so gehen. Wir brauchen, pass auf, wir brauchen jetzt, das ist bloß ein Zweier, ne? Genau, das will ich jetzt nicht. Wir brauchen die 5er, die 4er Dinger. Und zwar 1, 2, 3, 4. Oh ja. Achso, ich kann Shift drücken, ne? Dann geht's. Ja, das wird jetzt halt ein bisschen Investition. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das nicht gleich wieder umdingsteln muss, aber das gucken wir dann mal. So, Küchengarten. Also, wir fangen an mit Getreide. So, dann geht es jetzt hier weiter. Was haben wir jetzt da? 2x Bohnen. Du wirst nachher so viele Regale brauchen. Du brauchst so ein großes Lager mit dem ganzen Geschieß. Heidewitzka. So, dann haben wir hier Artischocken. Ja, Kartoffeln. Die brauchen bloß 2 Tage. Dann machen wir da einfach noch eine. Ah, nee, hier nochmal einen. Achso, nee, das sind 4 Stück, ne? Dann doch noch eine Kamille. Bis wir eine 4. Kartoffel haben. Super. So, dann hätten wir das jetzt auch schon mal getan. Versprechen ist hiermit eingelöst. ja, Weizen. Weizen lohnt sich in dem Moment, wo wir dann wirklich den Herd gebaut haben und Brot herstellen müssten. Ich würde also tatsächlich noch ein bisschen warten. So, wir müssen heute unsere Schulden bezahlen, ne? Das heißt, wir werden jetzt erstmal. Der Schlaftrank ist Kamille und Lavendel. Und der, weiß ich nicht mehr. Was ist der grüne?
Wäre natürlich schon cool, wenn wir den nehmen könnten. Mal gucken mal. Okay, nur Einser. Das ist blöd. Nur Einser. Ja, den kriege ich nicht. Dann machen wir jetzt den da. Und schicken den dann ab. Macht mehr Sinn. Jetzt ist die Frage, kann ich nochmal davon zwei... Ja. Gut, so, na dann. Zahlen wir jetzt unsere Schulden. Und dann gucken wir mal, was wir jetzt hier alles verkauft bekommen. Genau. Ich freue mich auf den Umbau. Also, das wird jetzt dann bestimmt total cool. Ding, ding. Das wird spannend. Du willst also... Oh Gott, ihr wollt nur so ein Zeug, ne? Schade, Marmelade. Die wollen keine Tränke. Jetzt bin ich schon im Lebensmittelgeschäft. Na toll. Super. Sowas Blödes. Wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Blaubeeren haben wir. Blaubeersamen habe ich keine. Lass uns mal schnell bitte gucken. Die sind blau. Okay. Ja, warte kurz. Wir verkaufen das ganze Zeug noch schnell. Bringt halt Geld ohne Ende. So, also wir gucken durch. Zangen brauchen wir jetzt nicht. Davon, das ist gut. Kostet plus 1, das ist richtig was wert. Hier kostet auch plus 4. Salbe ist mir zu teuer. Blaubeeren brauche ich jetzt so nicht. Bohnen, Artischocken ist auch nicht das, was ich jetzt möchte. So, Blaubeersamen. Da nehme ich jetzt die 4 lilanen mit. Schade, die sind teurer. Na, schade, schade, Marmelade. Aber das ist schon ganz cool so. Gut. So, Artischocken. Habe ich keine mehr. Perfekt. Wollt ihr eigentlich überhaupt irgendwas anderes kaufen? Naja, wird schon wieder. Ich denke, das kommt dann nochmal. Nägel brauchen wir keine. Äpfel brauchen wir. Da möchte ich jetzt eigentlich auch alle mitnehmen. So, hier, nachdem ihr ja die ganze Zeit danach fragt. Blaubeeren stellen wir gleich wieder eine ganze Menge hin. Lavendel. Wir haben jetzt zwar ein bisschen Lavendel, aber das dauert immer, bis man das herstellen kann. Deswegen, boah, die Alraune ist ja schon... Lila Alraune, ist ja schon cool, ne? So, und hier haben wir nur normale Samen, das heißt, da brauchen wir jetzt nichts. So, guck mal, jetzt können wir auch Spargel haben. Wer will Spargel? Wer will Spargel? Naja, ein Marktschreier. So, habe ich nicht, habe ich schon. Wir brauchen dringend mehr Lagerplatz. Das wird nicht reichen, wenn die alle fertig sind. Aber gut, die kaufen wir jetzt schon richtig fleißig hier, ne? Also, nicht schlecht. Voll gut. So, ihr wollt auch. Ja, ich meine, grundsätzlich coole Sache, ne? Haben wir ordentlich Geld bekommen. Das ist natürlich schon schön. Da nehmen wir die 4 lilanen Äpfel auch mit, weil ich die ja dann durchaus auch verkaufen würde. Also, wir gehen Schritt für Schritt durch, ne? Äpfel. Ja, das Problem ist, Alraunen kannst du halt einfach nur kaufen. Und wenn du es verpasst und nicht rechtzeitig genug kaufst, dann hast du halt die Po-Karte, ne? Und dementsprechend hole ich hier auch gern alles raus, was irgendwie geht. Auch wenn das jetzt bedeutet, dass wir doch nicht ganz so viel Startkapital haben für unseren Umbau. Das macht aber eigentlich nichts. Oh, wir haben ein bisschen Minus gemacht. Aber ich habe auch echt investiert, ne? Das muss man dazu sagen. So, pass mal auf. Okay, wir fangen jetzt an. Wir machen ein riesengroßes Lager. Grundsätzlich, warte mal, können wir eventuell...
hier einfach nochmal zwei dazu packen. Okay. Jetzt sind wir natürlich dementsprechend super, super schwer. So. Machen wir es auf hübsch oder machen wir es auf praktisch? wie geht es mit dem... Achso, einrasten ist hier. Ja. So. Kaufen. Wir müssen noch mal ein bisschen was an Lager kaufen. Gibt es eigentlich inzwischen diese doppelten? Noch nicht, ne? Hier passen 30 drauf. So. Da passen 20. Hm? 4, 8, 8, 4. Viel ist nicht, ne? Passt jetzt hier so ein doppeltes dahin? Nee, ne? Das mag nicht. Das blockiert sich, okay. Ist es wurscht, ob ein langes oder ein doppeltes? Ja, das ist egal, okay. Wichtig ist halt bloß, dass wir dann die großen Paletten nehmen. Also die werden wir jetzt dann auch echt brauchen. Das ist auch eine große Palette. Sehr gut. Kann ich dann hier auch nochmal eine hinmachen? Jo, schon. Gut, dann hätten wir lagerplatztechnisch, ja, 60 Plätze gut gemacht. Das ist super. So, dann, wie angekündigt, wir werden hier jetzt dann umbauen. Wir müssten dann bloß die ganzen Gärten vielleicht doch wegtun, ne? Aber gut, das macht jetzt halt nichts. So. Mal gucken, wie weit ich damit komme. So. Okay. Dann würde ich gerne noch mal... Warte mal, dann machen wir das doch eben so. Und das machen wir eben so hin. Achso, wir können natürlich auch gleich gießen. Die können wir gleich ernten. Genau. So, perfekt. Bauen. So, und jetzt möchte ich gerne hier... Ja, wird schon teuer, ne? Aber es macht nichts. Dann haben wir hier auf alle Fälle Potenzial. Entschuldigung. Gut. So. Jetzt passen wir auf. Jetzt verkaufen wir mal die ganzen Dinger hier. Du kannst dich hier hinten in die Ecke verkrümeln. Aber grundsätzlich... Wie viel sind da? 12. Was ist, wenn ich jetzt hier so eine nehme mit einfach? Dann sind es bloß 8. Okay. Ja, dann bringt es das eigentlich nicht so viel, ne? So. Dann machen wir jetzt auf alle Fälle hier mal... Eins. Zwei. So, dann packen wir das da in die Ecke. Den packen wir da in die Ecke. Den Stuhl packen wir wieder dahin. Das ist ein Hocker, ne? Das ist gar kein Tisch. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Tisch, aber das ist bloß. Das ist nichts. Oh, schön. Nee, warte, den machen wir dann dahin, ne? Das hier auch richtig schick machen. So, das Katzenkörble, das müssen wir jetzt dann irgendwie mal so ein bisschen aus der Reihe tanzen lassen. Warte, nee. Ich würde gerne einen schöneren Tresen nehmen. So. Das ist halt die Frage, ne? Passt das so? Ich meine, hier komme ich halt durch.
Oh, warte mal ganz kurz. So, jetzt. Da können wir den hinpacken. Ich glaube, ich werde den mal noch ein bisschen anschrägen. Genau, weil dann hast du hier nämlich den ganzen Verkaufsraum. Dann stehst du halt immer da, ne? Ist auch blöd. Müsstest du eigentlich so machen. Komme ich hier durch? Hier komme ich durch. Okay, super. So, dann muss ich mich mal kurz ein bisschen anders hinsetzen. den Tisch hätte ich gern für den Stuhl. Oh, schön, ja. So, und dann habe ich ehrlich gesagt gar nicht so eine richtige Ahnung, was wir eigentlich alles noch haben, ne? Wir wollen ja jetzt im Sommer lediglich die Tränke verkaufen, ne? Das heißt, wir hätten jetzt hier auf die ja doch eigentlich nur die Tränke und von mir aus auch noch, nee, eigentlich die auch nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Okay. Dann schauen wir mal. 3, 3. Also haben wir hier 2, 4. Ah. Mal gucken. So. Bei der Linie. Wisst ihr, ich bin so ein großer Fan von gleich. Nee, das passt. So, und pass auf, und jetzt? Ich glaube, es ist halt grundsätzlich zwar weniger Ablage wie vorher. Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich müsste es genauso viel sein oder mehr. So, Heilung. Okay. 3 Stück. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och, echt jetzt? Wirklich? Das gibt's ja gar nicht. Dann machen wir es anders. So. Und so. So. Die haben wir schon. So. Und die Liebestränke. Genau. Ha, pass auf. Und jetzt machen wir doch noch mal einen in die Mitte. Und dann können wir noch mal 2. Nee, Quatsch. Einen, ne? Einen. 1, 2. Husten und Liebestrank ist immer gut zusammen. So. Und dann noch mal grün und rot. Jetzt müssten wir von allem 3 Stück liegen haben. Cool. Gut, dann stellen wir jetzt nochmal ordentlich was her. Gucken wir mal, ob wir von allem 5 Stück hinkriegen. Grundsätzlich müsste das aber eigentlich funktionieren. Und da haben wir noch genug und da haben wir auch noch genug. Sehr gut. Ja, wie findet ihr es? Wie gefällt es euch? Mir gefällt es tatsächlich echt gut. Pass mal auf, ich mache das jetzt bloß nochmal so, dass wir das hier so ein bisschen dahin packen. Und jetzt ist die Frage, schaffen wir Level 13? Schaffen wir Level 13? Wir haben noch 500 Münzen. Also ein bisschen, was ist noch da? Ist jetzt halt die Frage. Da ist ein Kerzenleuchter, das ist so einer. Wenn wir jetzt hier einfach nochmal einen Kerzenleuchter mit dazu nehmen. Jo, schön. Gut, perfekt. Dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde. Ich bin gespannt, was die Leute sagen zu unserem neuen Laden. Hallo, hereinspaziert. Guten Tag. Lassen Sie es sich gut gehen hier in unserem kleinen... Ha, guck mal da. Tränkeladen. Sehr gut. Haben wir auch nur Tränke drinnen. Das ist sehr, sehr schön. So, guck mal, da machen wir einfach hier von dem nochmal. Super. Ja, guck. Warum ist denn der jetzt so rum?
Hab ich den falsch rum gemacht? Oh, Kira, ey. Du bist ja ein Held, ne? Ich hab den falsch rum. Naja, passiert. Das ist jetzt halt so. Oh, sehr gut. Okay, also wir haben Holz und Torf brauchen wir nicht. Lila Äpfel, super. Ja, komm, die drei Blaubeeren nehme ich mit. Hier, die sind zwar ein bisschen teurer, ich würde aber trotzdem gerne, bis wir 25, also 10 Stück nehmen wir trotzdem mit. Kamille ist halt super günstig, ne? Da nehme ich jetzt einfach alles mit einem. Da machst du einfach nichts falsch. Wirklich nett. Hier machen wir auch noch voll. Liebestrank. Ja, und hier ist halt immer so ein bisschen die Überlegung, ne? Grundsätzlich müsstest du eigentlich im Kopf haben, was die einzelnen Zutaten kosten. Und die dann eben halt gegenüberstellen. Also, ne, der Aufwand habe ich jetzt, ne, der kostet jetzt, ich glaube, einen Apfel und Kamille ausgegeben habe ich 5. Hier zahle ich jetzt gerade 13, ist also mehr als doppelt so viel. Also eigentlich lohnt es sich nicht, das zu kaufen. Weißt du, was ich meine? So, ne? Ich nehme es jetzt trotzdem mit. Es ist okay, ja. Das passt schon. Wichtig ist ja bloß, dass wir grundsätzlich immer Tränke auf Vorrat haben. Und von mir aus können sie dann zwischendurch dann eben halt schon mal das andere Zeug haben. Ja, wobei eigentlich nicht, ne? Eigentlich habe ich gesagt, wir verkaufen das nicht, Kiralein, ne? Erst regst du dich stundenlang drüber auf und dann so, ne? Oh, wir haben keine Heiltränke mehr. Das ist blöd. So, Torf und Holz brauchen wir nicht. Nägel auch nicht. Lavendel. Wir kriegen eine Menge Lavendel raus. Aber wir nehmen trotzdem mit. Dann können wir richtig gut herstellen. Wir können dann gleich richtig gut... So, pass auf. Das lassen wir jetzt alles liegen. Machen wir mal kurz die 4. Genau, so. Haben wir irgendwas Gutes? Guck mal da. Ja, es läuft. Cool, also den müssen wir noch andersrum stellen, dass mir das nicht aufgefallen ist, ne? Jetzt bin ich gespannt, was wir profittechnisch erreicht haben. Unzufriedener Kunde. Naja, das ist halt einer, ne? Jetzt drehen wir den mal um. Eigentlich sollte es natürlich so sein. Profit 363. Ja, cool. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Okay, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. War mir wie immer eine Freude. Ihr lasst... nein. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund und munter. Und ich gieße jetzt hier bloß und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.